Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Nun habe ich meine zweite Flasche hier von Ransom, nämlich deren Rye Barley Wheat Whiskey mit 46,7% Alkoholgehalt, 62,90 € und wir haben momentan ein Whiskey Base Nummer ganz alt von 123217. Und das war für Batch 3 und hier haben wir immer noch Batch 3 und ich habe Flaschennummer 1740. So, allerdings, ein bisschen was stimmt hier nicht. Das ist nicht eine 3 Getreide, 3 Grain, sondern das ist eine 6 Art Getreide. Warum erwähne ich das? So, vielleicht kann ich hier einfach mal das hier lesen. So, wir haben jetzt hier drin tatsächlich, wow, ich habe das dachte, ich würde es hier finden, aber steht nicht da. Ich lese es hier vor. Hier drin ist ungemälzte Roggen, gemälzte Roggen, gemälzte Gerste, ungemälzte Gerste, Crystal Malt und auch denn dort gemälzte Weizen. Wow, also Crystal Malt, nicht Crystal Meth. Crystal Malt hat schon 1808 der Bushmills benutzt, hat man auch bei Bier und so weiter. Hat irgendwas mit einer Gefriertrocknung zu tun, wenn ich das richtig. Und da entwickelt sich diese Kristalle, ja. Also beim statt das dann mit Wärme, glaube ich, war das. Oh, ich muss das hier. Vielleicht muss ich einmal ganz kurz lesen hier. Ich dachte, statt mit Wärme das zu unterbinden, kann man das tatsächlich hier unterbinden mit Kälte. Ja, ist gut manchmal, dass man nachlesen kann, ja. Also hat nichts mit irgendwie Gefriertrocknen zu tun. Lass das lieber. Das war Mist, was ich da erzählt habe. Es ist genau der gleiche Prozess, was wir bei Melzen kennen. Also mal ein bisschen Wasser und dann danach fängt es an zu sprießen. Und dann kommt eine zusätzliche feuchte Trocknungsphase. Und normalerweise hat man einen Kiln, wo man alles trocknet und dort wird geröstet. Also deshalb ist auch in Amerika heißt es nicht Crystal Malt, es heißt Caramel Malt. Ja, also Caramel und Crystal Malt sind im Grunde identisch und es gibt Light Caramel Malt, es gibt Heavy, Dark und so weiter und so weiter. Also von daher ist das schon eine richtig coole Sache. Gut, dann haben wir sechs verschiedene Getreidesorten hier drin. Und ich würde es gerne einfach mit uns hier vergleichen. Das hier auf der Seite steht und ich möchte es. Siehst du, das ist eher plastisch. Das hier, das ist Glas, glaube ich. Ah. Ich würde schwören können, dass das plastisch ist und das ist hier Glas, aber gut. Also, hier habe ich den normale Ransom Bourbon auf 62,90 €. Das ist eine Mischung von selbstgebranntes und auch dann dort aus Indiana MGP. Das hier mit unserer Rye, Barley und Wheat ist dann dort tatsächlich alles selbst hergestellt. Das steht auch auf der Flasche hier und Lob, 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 Lob. Das steht hier tatsächlich. Wo steht es hier? Distilled and bottled by T. Henry Ransom, Sheridan, Oregon, USA, DSPOR 15. So, da kann ich sagen, Lob, Lob, Lob. Nun, was ich gerne hätte, wäre ein bisschen mehr Informationen jetzt hier zu Mashbill. Wenn ich auf der Webseite hier gehe, das erstmal steht es hier: 2018 World Whiskey Awards, Best American Grain Whiskey. Jo. Da steht 64, wow, das war verkehrt, 46,7%. Und hier hat es denn bei der 18. jährliche Critics Challenge International Wine and Spirits Competition bekam es eine Goldmedaille mit 93 Punkten. 2017 bei Seattle International Spirits Award ein Goldmedaillen bei die F. Paul Pallax Spirit Journal im Dezember 2016.
Da haben die tatsächlich sogar ihr MGP-Juice selbst nochmal neu destilliert worden und das da reingebracht. Aber das machen sie nicht mehr. Das war 2016, das ist schon 7 Jahre her, lange Zeit. Das war 5 Stars, haben sie bekommen, Silbermedaille 2017, San Francisco World Spirits Competition, Best American Grain Whiskey 2018 und bei der Ultimate Beverage Challenge 91 Punkte. So, es gibt nicht viel Information darüber auf der Webseite selbst. Das hat mich hier ein kleines bisschen hier, was heißt geärgert? Das war ein bisschen so, ich sagte auch, oh, schade. Diese Whisky hier, den Ransom Rye Barley Wheat, gab es schon in Deutschland, bevor jetzt hier Haro Max das nach Deutschland brachte. So 62,90 € jeweils. Hier habe ich Mashbill, 66 Mais. Ich glaube, das war 23% Roggen und so weiter. 6% Weizen, 4% gemälzte Gerste. Hier nix. Ich finde nichts online. Falls jemand ein Mashbill dafür auch online findet, ich würde mich freuen. Lass uns sie vergleichen. Oh, no, 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 no. Craft, yucky. Oh, wow. Also, hier. Ah. Wow. Okay. Irgendwo ganz tief habe ich hier von der gleichen Brennerei einen sogenannten Whippersnapper. Der Whippersnapper war eine, ich glaube, noch niemals 2 Jahre alte Rye Spirit, die sie hier auch in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Ich fand das Zeug sowas von grässlich. Und es kam mir sofort in den Sinn, als ich das hier probiert habe. Ich muss schauen, ob ich die Flasche noch da habe. Ein Moment. Gefunden. Das machen wir hier zur Seite. Das ist gut. Ich glaube, ich habe sogar ein 2- gegeben. Hier, Whippersnapper. Liebe Leute, das Zeug ist so grässlich, fand ich damals. So, wir haben 42%. Hier irgendwo steht es hier 79% Corn Neutral Spirits. Und hier war denn dort 21% Barley Spirits. Distilled and bottled by Ransom Spirits. Oh, wow. Und das hier ist ein Oregon Spirit Whiskey. Das Wort Whiskey darf man nicht mehr überhaupt draufschreiben, glaube ich. Oregon Spirit Whiskey. Ich schau mal. Also, das ist im Grunde Wodka mit einem Roggen. Junge Roggenzeug hier zusammengemixt zu 42%. Wow, dass das Auszeichnung gewonnen hat. Das war. Vielleicht schmeckt es besser, als es riecht. Ja, wer weiß, wer weiß. So, hier, guck mal, ich habe noch was. Wer was. Also, Worst Whiskies Award wäre das hier, glaube ich, mit Whippersnapper. So, ich gehe zu Whippersnapper zuerst. Ach, okay, der hat ein bisschen Zimt sogar, ein bisschen hier Alkohol, aber ja, sehr neutral. Hier, boah, also nimm einfach Gurken, die zu lange in der Sonne waren. Diese Dill-Gurken-Moment und sonnengebacken ein bisschen. Weißt du, Grill, man tut sie, die Sonne knallt 4 Stunden drauf und dann das. Füge hinzu Klostein. Leichte Zimt und ein bisschen Pekan ist da drin. Also da gibt es einen guten Moment hinten raus, aber das wird hier schwierig sein für diese Whisky. Okay, schauen wir mal. Wie ich sagte, Batch 3 ist das. Und Batch 3 war in Deutschland schon seit. So, das wurde jetzt hier eingefügt im Dezember 2018. Gab es schon Batch 3 in Deutschland. Das heißt, diese Whisky ist in Deutschland schon seit beinahe 5 Jahren. Wo sie es gebunkert haben, wo sie es denn da aufbewahrt haben, keine Ahnung. Aber schon Dezember 2018 gab es schon Batch 3 hier von den Ransom Rye Barley and Wheat. Oh, nicht meins, echt nicht meins. So, handgehämmerte
direkt befeuerte Alambic Kupferpot-Stills aus Frankreich wurden die da schonend auch destilliert. Und dann ruhte oder reifte ein Teil dieser Whisky in ehemaligen französischen Pinot Noir Fässern. Und der Rest reifte, habe ich irgendwo gesehen, in nicht neuen Fässern. Deshalb ist das hier ein Whisky, ja, aber absolut nicht das, was wir bei Bourbon das so kennen. Das ist ein Grain Whisky. Ich wusste gar nicht, dass. Gibt es die Kategorie Grain Whisky in Amerika überhaupt? Ich glaube nicht. So, okay. Best American Grain Whisky bei den World Whisky Awards. Oh, wow. Cheers! Jason hat Angst. Wow. Es wird immer schlimmer. Oh, ich habe zuerst gedacht, oh, es schmeckt gar nicht so schlimm, wie er riecht. Ja, am Ende schon. Wow. Auch ein bisschen hartnäckig, dieses Geschmack. Diese sonnenverdorbenen Gurken sind da auch ein Geschmack hinten raus. Kleines bisschen Zitronenschale, aber auch leicht in der Sonne schon vergoren. Da ist eine leichte Süße da drin. Da ist eine leichte Nussigkeit mit drin. Was mich absolut hier verwirrt, ist der Bezeichnung Mais steht nirgendwo drauf. Also das ist Roggen, Gerste und Weizen. Ja, also gemälzte und ungemälzte Roggen. Gemälzte Gerste, ungemälzte Gerste, Karamellmalz und, statt Crystal Malt, Karamellmalz und gemälzte Weizen. Ich glaube, ich habe noch nie Malted Barley hier bei einem Whisky gehabt. Spannend, aber nicht gut. Eindeutig ein Vierer Whisky für mich. Preis-Leistung 62,90 €, 5, also Finger weg, aus meiner Sicht. Wow. Geht ganz kurz zu Whippersnapper. So, gibt es da irgendwelche Hinweise, welches Batch ich hier habe? Nee. Whippersnapper, he's a good kid. Made. Naja, gut, also. Tschüss, ich gehe zu Whippersnapper. Ich würde lieber die Whippersnappers trinken als das. Der ist nicht besonders gut, aber der ist nicht besonders schlecht. Zimt, kleines bisschen Kräutern, ein bisschen Neutralalkohol, ein bisschen Wodka da drin. Jugendmetallisch. Das ist ein 4 minus, das ist ein 4 plus. Also 4 plus, preislich, ich habe keine Ahnung. Habe ich das noch auf meiner Liste, when the Whippersnapper here? Also, das ist schon so lange her. Also, ich glaube, ich habe es irgendwann so. Ne, Whippersnapper habe ich noch nicht mal auf meine Liste hier mehr, auf meine Sample-Liste. Also. Ach. Whippersnapper. Rye Whiskey. Yeah. So, Whippersnapper Rye Whiskey. Okay, die haben eine eigene Distillerie hierfür jetzt. Okay. So, wo ist das hier? Whippersnapper. Ich muss hier aufschreiben. Hier, also für 9 und. Okay, Ransom Spirit verkauft den für $30. Und ich versuche mal hier zu kaufen. Hier bei mir. Kaufen. Deutschland. Whippersnapper.
kriegt man den überhaupt noch hier? Nein. Der ist. Oh, Whiskey World hat den mal gehabt. Whiskey Shop USA. Also, nee, den gibt's nicht mehr. Vic hat den mal gehabt. So, wow. Whiskey World, Whippersnapper. Und Whippersnapper, ne, gibt's nicht mehr. Ich glaube, das war auch um die. Keine Ahnung. Ich muss auf meine irgendeine andere Liste hier schauen. Ach, Mundspülung und dann mir nochmal das antun. Cheers. Ich bleib bei meiner 4. Minus? Ach, oh wow. Was hinten rauskommt, das ist Craft Distillery, wie es nicht sein soll. Wow. Bisschen Sägemehl sogar am Ende. Okay. So. 25 Jahre Erfahrung als Distillateur und so etwas kommt dabei heraus. So. Frage des Tages aus den USA. Was war der bisher der schlechteste Whisky, den ihr jemals im Glas hattet? Einige meiner Leute werden sagen Grifo. Grifo ist eine Whisky-Brennerei aus Kalifornien. Wir haben was bekommen, der auch knapp 2 Jahre alt damals war in einem Adventskalender. Das muss 2021 gewesen sein. Das war grässlich. Der geht in diese ähnliche Richtung. Nein, danke. So, Whisky Jason hier. Zum Glück wurde alles verteilt. Hier kann ich gerne was abgeben. Könnt ihr selbst einfach mal probieren, wenn ihr wollt. Kontaktiere mich, whiskyjason@gmail.com. Sonst werde ich hier noch den Emerald probieren, der amerikanische Pot Still, Single Pot Still Whisky. Ich werde noch den Henry de Yours Rye Whisky und ich habe schon den Ransom Bourbon verkostet, was ich gut gefunden habe. So, echt, so wie Licht und Schatten so eng zusammen sein kann. Erstaunlich. Alles Gute, Whiskey Jason. Bis dahin. Ciao.